Fabien Sutter, jetzt geht es langsam wieder los. Es ist immer ein typisches Anzeichen, dass die Saison gleich anfängt, wenn man eben den Fotoshooting-Tag hat, in der Werbewoche. Das ist heute so weit, kribbelt es schon, dass die endlich wieder Wettkämpfe kommen und nicht immer nur Training. Ja gut, ich bin jetzt erst etwa den 3/4 Kurs. Ich habe etwas später angefangen dieses Jahr. Darum bin ich schon froh, dass ich noch etwas Zeit habe zum Trainieren. Aber ja, es ist schon so, wenn die Werbewoche ist, weiss man, es geht nicht mehr wirklich lang, bis es dann losgeht. Was ist der Grund, dass ihr verspätet seid eingerückt? Könnt ihr uns das nochmal sagen? Aha, ich habe einfach im Sommer gearbeitet, 60%, und habe nebenbei Kondi trainiert. Und dann erst Mitte August bin ich das erste Mal Skifahren. Aber das passt gut. Also das Gefühl auf dem Ski, das stimmt, auch wenn ihr ein bisschen weniger Skitage habt als normal? Ja, nein. Also ich habe eigentlich einen Kurs verpasst, den die anderen schon früher gemacht haben. Und das ist nicht weiter tragisch. Ich habe auch zwischendurch noch einmal 2-3 Tage gemacht, wo die anderen dann nicht dabei waren. Hat das Auswirkungen auf euer Wettkampfprogramm oder nicht? Könnt ihr voll das Wettkampfprogramm so wie geplant durchziehen? Oder anders gefragt, wo startet ihr zuerst mal? Also, dass die letzte Saison auch im Super-G, also vor allem im Super-G nicht super gelaufen ist, haben wir uns entschlossen, dass ich mal in der Speed-Disziplinen probiere, den Anschluss zuerst wieder wirklich zu finden, bevor ich auch im Riesen einsteige. Darum fällt Sölden für mich weg und ich werde dann erst das Lake Louise an den Start gehen. Gibt es irgendein spezielles Ziel, ein persönliches Ziel, das jetzt die neue Saison für euch mitbringt? Oder geht ihr daran her wie jede andere Saison? Es ist ja eine ohne grossen Anlass. Grundsätzlich ja, wie jede andere auch. Mhm. Aber sicher eben mit dem Ziel, dass ich mich in den Speed-Disziplinen wieder vorarbeiten kann und verbessern. Dann drücken wir euch die Daumen. Merci vielmals für das Gespräch. Danke.